In Venezuela sind die Proteste gegen den Präsidenten Nicolas Maduro weitergegangen. Seit Monaten gehen die Venezolaner gegen die Regierung auf die Straße. Sie werfen ihr Menschenrechtsverletzungen vor und fordern Neuwahlen. Aus dem Gefängnis wandte sich Oppositionsführer Leopoldo López an das Volk. Ich fordere ganz Venezuela auf, weiter auf die Straßen zu gehen. Mit Stärke und Entschlossenheit, immer friedlich, aber immer weiter. Dieser Kampf darf nicht aufhören, bis wir siegen. Proteste überall und immer. Nur so erreichen wir Freiheit und Demokratie. In der Hauptstadt Caracas kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Mindestens 98 Menschen wurden verletzt. Bislang kamen bei den Protesten 65 Menschen ums Leben.